Gut, wir sind da. Und wir müssen nicht hierhin, wir müssen ja rüber nach Lago. Okay. Flitzen wir mal eine Runde. So, Kompass, da lang müssen wir. Okay, dann noch ein Stück nach links uns wenden. Mir fällt gerade auf, wir sehen ja von hier aus sogar den Tempel von Mensala. Wusste ich gar nicht, dass man den von hier aus schon sieht. Na gut. Das ist ja wirklich näher, als ich dachte, Mensch. Das Schöne ist, wir haben ja eigentlich nichts mehr zu befürchten, dass hier irgendwelche Viecher kommen könnten. Wir haben ja alles schon weggemetzelt, was hier jemals war. Von daher, was hast du denn schon wieder, Computer? Ja, sehr schön. Heute läuft's flüssig. Ich habe nämlich erstaunlicherweise, es scheint sogar wirklich erstaunlicherweise, oh hallo, zu helfen. Ich habe nämlich ein bisschen rumgespielt an meinem Lüfter. Ich habe nämlich festgestellt, der ist total dämlich konzipiert. Wenn man sich dazu das Handbuch anschaut von dem Lüfter und da ein Bild von der Rückseite anschaut, dann ist da eine Stelle, also der Lüftungseinlass, der ist dort offen und bloß durch ein Gitter halt, damit nichts reinkommt, halt abgesperrt. Und bei mir, wenn man sich den Lüfter anschaut, dann ist da eine Klappe drüber oder nach irgendeine Zwischenwand eingezogen. Da ist ja kein Wunder, dass da keine Luft reinkommen kann und dass das Ding immer überhitzt. Deswegen habe ich jetzt mit einer ganz tollen Methode, mit einem kleinen Akkubohrer und mit einer Spitzschraube, habe ich jetzt da Löcher reingebohrt. Einfach mitten ins Gehäuse rein habe ich jetzt Löcher reingebohrt. Was dazu geführt hat, dass jetzt ein paar abstehende Plastikspäne direkt ins Lüftungsrad reinragen und es immer so ein kleines Ratschgeräusch gibt, was nicht so schön ist, aber habe ich bisher noch nicht vermeiden können oder noch nicht wieder weggekriegt. Aber seitdem ist wenigstens ein Lüftungseinlass da und ich glaube, es hat tatsächlich geholfen. Das einzig Blöde ist halt bloß, irgendwas läuft im Hintergrund, dass deshalb jetzt ab und zu nochmal einfach das Bild einfach mittendrin stehen bleibt. Ansonsten läuft er jetzt flüssig, das ist sehr gut. Ich hab deine Fälle. Danke, o glorreicher Held des langen Weges. Bezwinger der reißenden Bestien des Nordens. Die Karte. Versuch nicht, dich einzuschleimen. Klappt's denn? Nein. Nun kannst du mal versuchen. Hier, die Zeichnung. Ich habe keine Ahnung, was ich da gezeichnet habe. Wie schon erwähnt, ich war so dicht. Oh, ich liebe Sibonara, der ist so spitze. Gut. Wir haben es geschafft, jetzt endlich auch in Lago grün zu werden. Das ist geil. Das heißt nämlich, wir können jetzt eventuell Fabio bequatschen, hier den Schlüssel zu bekommen. Hat das nicht so funktioniert? Mir war so. Verflucht. Was willst du? Ja, geil. Aber ich will ihn ja nicht töten, ich will ihn ja befreien. Kann ich dann einfach mit ihm gehen? Ich weiß es nicht. Ich speichere mal lieber, ich bin mir da gerade nicht sicher. Ich speichere mal. Fabio, bleib gleich stehen. Bleib gleich stehen, ich will sowieso wieder mit dir reden. Du brauchst dich nicht erst wieder hinlegen. Was willst du? Gib mir den Schlüssel. Ich muss Vatras töten. Was? Verpiss dich. Du musst hier gar nichts. Ich habe einen Auftrag von Gonzales. Oh, stimmt. Pass mal auf. Das ist mein Gefangener und nicht der von Gonzales. Julio, Sancho oder sonst wen. Wenn die unbedingt einen Wassermagier töten wollen, sollen sie sich selber einen fangen. Gonzales wird darüber nicht besonders erfreut sein. Na und? Und wenn du mir weiter damit auf den Sack gehst, werde ich bald nicht sehr erfreut sein. Verstehe. Okay, über die Art und Weise kommen wir also nicht an den Schlüssel ran. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es mit dem Ruf zusammenhängt. Vielleicht können wir einfach mit der Wache reden und der gibt uns den Schlüssel. Das ist möglich, weil wir ja jetzt vertrauensselig sind. Wir passen auf. Verdammt, funktioniert nicht. Ich brauche den richtigen Schlüssel. Wie ging denn das? Wir können... Sei immer wachsam. Verdammt, ich hätte gedacht, dass das so funktioniert, wenn wir vertrauensselig sind, dass wir dann mit ihm reden können. Hm. Rasul sieht auch nicht sehr grün mit uns aus. Komisch. Ich sehe gerade auch die Orktrommeln. Verdammt, wie ging denn das? Grubutz, kannst du mir was sagen? Natürlich nicht. Verdammt. Wen gibt's denn ja sonst noch? Wir haben ja noch, Sibonarat hat nichts mehr mit uns zu besprechen gehabt, wir haben ja noch diesen, den faulen Kiffer. Wie ist denn der? Hier, der da. Mamuk. Verflucht. Mit dem gibt's auch nichts mehr, der ist aber wenigstens grün geworden gerade. Wir passen auf. Ich will mal was probieren. Speichern, ja, sehr gut.
Okay, ich probier's mal. Ich habe ja gespeichert. Kann ja nichts passieren. Oh, komm, nicht so hacken. Jetzt sind sie ja alle grün mit uns. Das heißt, eigentlich dürfte es die nicht stürmen, wenn wir den niederschlagen. Glaube ich. Der hat den Schlüssel nicht. Oh, der hat den Schlüssel nicht. Verdammt. Das bringt's also nicht, aber ich glaube, die Leute stürzen nicht, oder? Stört das jemanden, dass ich den niedergeschlagen habe? Stört dich das? Wir reden später. Nee, gut. Blöde. Was willst du? Wir könnten höchstens mal schauen, ob Gonzales irgendwas dazu zu sagen hat, dass wir jetzt hier... Wo wollte ich denn? Da wollte ich hin. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Wenn Gonzales nichts dazu zu sagen hat, dann lassen wir es einfach. Ist mir jetzt auch egal erstmal, das können wir später noch behandeln. Da würde ich sagen, werden wir dann einfach Lago hier, also in Lago aufräumen und dann mit Watras reden. Oder ich lese mir einfach mal im Internet durch, wie das ging. Kann ich auch machen. Wäre auch eine Alternative. Wobei es mir ehrlich gesagt immer lieber ist, wenn ich von alleine drauf komme. Ja. Komm, das ist jetzt aber nicht so weit, dass du hier ewig laden müsstest, mein Freund. Mein Freund und Kupferstecher, Herr Laptop. Fang dich. Los. Sehr gut. So, schauen wir mal bei Gonzales nach. Vielleicht ist er jetzt wirklich so ungehalten und sagt uns irgendwas, was dann dem Fabio Angst machen könnte. Ich weiß es nicht. Könnte ja sein. So, lauf flüssig bitte. So, mit Ernesto müssen wir nichts mehr besprechen. Wo ist er denn? Hier. Ich finde auch erstaunlich, er schläft nie. Gonzales schläft nie. Tagsüber sitzt er auf seinem Thron faul rum, nachts betet er. Watras ist in Lago gefangen. Und? Worauf wartest du dann noch? Fabio lässt mich nicht an ihn ran. Das ist nicht mein Problem. Oh. Und was soll ich jetzt machen? Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Und als ich sagte, bring sie alle um, dachte ich, ich hätte mich klar ausgedrückt. Und du erzählst mir was von Fabio? Pass auf, Fabio wurde nicht nach Lago versetzt, weil er so gute Arbeit geleistet hat. Wenn er dich daran hindert, deinen Auftrag auszuführen, ist er ein Problem. Alter! Und Probleme schaffst du am besten aus der Welt. Habe ich mich jetzt klar ausgedrückt? Was? Ich denke schon. Okay. Das probieren wir aus. Scheiße, ich wusste nicht, dass die so rabiat da rangegangen sind. Das Problem ist nämlich, ich würde es ja jederzeit machen, wäre ja kein Problem. Aber da Fabio der Anführer von Lago ist, kann es sein, dass alle auf mich losgehen, wenn ich Fabio töte oder angreife generell. Deswegen habe ich da so ein bisschen Skrupel vor, ehrlich gesagt. Das ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Ja, wir schauen mal. Das Problem ist ja, ich habe ja, glaube ich, schon... Habe ich Praga schon befreit? Ich glaube, irgendeine Stadt hatte ich doch schon befreit, ne? Ich glaube, es war... Oder nee, oder nicht? Bin mir nicht sicher. Das Problem ist halt, wenn wir zu viele Städte befreien von den Assassinen, dann gehen die auf uns los. Und das ist nicht so schön. Weil wir ja eigentlich noch die ganzen Quests in Ishtar machen wollten. Ishtar haben wir ja bisher noch gar nicht besucht und da will ich ja noch hin, weil ich dort Doppelschwert 2 lernen kann und das wäre mir schon ziemlich wichtig. Ich will ja eigentlich vollkommen auf Doppelschwert skillen und den Doppelschwert 2, den kann ich nur dort lernen. Doppelschwert 1 habe ich ja schon in Bensala gelernt, das war nicht das Problem, aber den zweiten, den gibt's nur dort. Weil dort die Kampfmeister sozusagen unterwegs sind und das ist ein bisschen blöde. Naja, wir schauen mal. Werden wir ja sehen, wenn ich vorher speichere und dann den fertig mache und alles auf mich losgeht danach und ich die Stadt befreien muss aus Notwehr. Ich befreie die Stadt aus Notwehr, jawohl. Dann kann ich ja danach immer noch schauen, ob Gonzales dann, wenn ich zu Gonzales gehe, ob er dann sagt, du hast deine Stadt so viel befreit, ich werde dich töten. Verzeihung. Schauen wir mal. So, aber erstmal gespeichert, wie gesagt. So. Ne, warte, ich rede nochmal mit ihm. Vielleicht gibt's noch was. Ne, gibt's nicht. Also dann. Oh, nicht so ruckelig. Komm schon. Also ihn zu töten dürfte ja nicht das Problem werden, wenn wir uns nicht hier eine Treppe aufboppen. Scheiße, ich dachte es mir schon. Wo ist er denn? Hier unten. Bleib stehen, du Hund! Tschüss. Das ist ungünstig. Es ist sehr ungünstig. Die gehen alle auf mich los. Alle auf mich los jetzt. Hi Shakyo. Finde ich gut, dass du kommst.
Zack, so. Nehmen wir erstmal den uns vor. Ist das nicht schön? Wir können aufräumen hier. So, es gab ja eh nichts mehr an Quest, was wir hätten machen müssen. Von daher, weg mit denen. Schön, wie der Löwe im Hintergrund mit dem Ork fertig wird, wie er da aufräumt. Gefällt mir. Was ich übrigens auch schön finde, Rasul kämpft nicht mit. Er läuft hinten weiter rum und macht seinen Garten. Ihn interessiert es nämlich nicht. Er ist nämlich bei Weitem kein Assassine. Er ist einfach nur hier. Und er ist hier geblieben, als die Leute halt Lago eingenommen haben. Und damit haben wir Lago befreit. Ruf bei den Nomaden auf 61 gestiegen. Können wir uns den holen? Ne, den lassen wir einfach. Das war's. Lago ist frei. Wir genießen die Musik der Freiheit. So. Lago ist frei. Und so ist es gut. Du kämpfst und du hast Mut. Du kannst stolz auf deine Taten sein. So ist es. Ansonsten gibt es mit Chaco jetzt nichts zu besprechen. Aber wir haben nochmal 2500 Erfahrungen abgesahnt. Das ist geil. Jetzt müssen wir erstmal... Ja, wir sammeln erstmal ein. Wir müssen ja noch schauen, ob das nicht zu... Hey, wir kriegen alles von Simon Arad wieder. Tut mir leid, mein Freund, dass ich dich töten musste. Dass ich deinen von Sumpfkraut aufgedunsenen Körper zerfetzen musste. Aber hey... Wenn du unbedingt auf mich losgehen musst, du kannst auch einfach sitzen bleiben und kiffen. Es wäre eigentlich auch viel logischer gewesen, dass Simon Arad einfach sitzen bleibt. Es wäre natürlich die Krönung des Ganzen gewesen, wenn alles hier kämpft und Lago beschützen will und Simon Arad bleibt einfach nur sitzen und kifft auf seinen Fellen nackt herumsitzend weiter. Und wenn man dann zu ihm geht und sagt, hey, hast du nicht mitgekriegt, dass ich die Stadt befreit habe von Assassinen? Dass er einfach sagt, was soll es, mein Freund? Ich habe meine Felle, ich will kiffen. Aber naja, das Spiel denkt halt dann doch nicht so weit. Hey, Lago ist frei! Was für ein Kampf! Hier, Mann! Jetzt kommt die Zeit der Entspannung! Also nicht herrlich. Schwarzen Roba erhalten. So, damit kann Rasul sich jetzt wieder ganz in Ruhe seinem Sumpfkraut widmen. Keine Blutfliegen mehr, keine Assassinen mehr. Er ist frei. Und wir können, ach, haben wir schon ausgeraubt, wir können endlich die Tür zu Vatras öffnen. So. Warum weckst du mich? Weil du frei bist. Adanos hat seinen Diener nicht vergessen. Wohl wahr. Er schickt mir einen unerschrockenen Befreier. Schon gut. Du hast dich mit dem ganzen Dorf angelegt, was? Dann können wir reden. Warum haben sie dich eingesperrt? Sie glaubten, als geistiger Führer der Nomaden würde ich ihnen Geheimnisse verraten. Sie wollten so viel wissen. Über die Standorte der einzelnen Sippen. Über Artefakte. Und über die Magie. Diese Narren. Ich hatte gerade erst meinen Fuß auf das Festland gesetzt, als sie mich schnappten. Was weißt du über die Artefakte? Jetzt fängst du auch noch damit an. Alles, was ich weiß, ist, dass die anderen Wassermagier unterwegs sind, um sie zu finden. Und wie ich sie kenne, werden sie versuchen, die Geheimnisse des alten Volkes zu studieren. Was hast du jetzt vor? Ich bin alt geworden. Früher hätte mich niemand gefangen genommen. Doch bevor ich sterbe, will ich noch einmal zu meiner alten Sippe gehen. Welche Sippe ist das? Ihr Anführer ist Kurit. Soll ich dich zu ihm bringen? Ja, wenn du weißt, wo er steckt, bring mich zu ihm. Sehr gern, das mache ich. Aber vorher... Was weißt du über die Standorte der Nomaden? Ich weiß nur, dass die Sippen ihre Wanderungen beendet haben. Sie haben sich bei den Sklavenburgen versammelt und kämpfen gegen die Besatzung. Kämpfe du mit ihnen und befreie unser Volk. Ich finde eigentlich ganz schön, dass hier eine Begründung da ist, warum die Nomaden nicht wandern, sondern warum sie an festen Punkten zu finden sind. Wäre ansonsten eigentlich unlogisch. Wäre aber auch geil gewesen, wenn sie zumindest eine Nomadensippe gelassen hätten, die die ganze Zeit am Wandern ist in der Wüste. Und wenn man sie finden will, muss man sich halt die Mühe machen, sie zu suchen. Das wäre richtig cool gewesen. Das wäre halt realistisch. Wäre zwar anstrengend, die zu suchen, aber wäre schon cool gewesen. Ich hätte das gemacht. Gehen wir zu Hurit. Etwas Bewegung wird meinen Beinen gut tun. Ich werde dir folgen. Sehr wohl. Ich bring dich weg. Gut. So, jetzt mache ich natürlich das ganze Zeug und am Ende werde ich feststellen, verdammt, Gonzales wird mich töten lassen, wenn ich zu ihm gehe, beziehungsweise jeder Assassinenführer. Und dann wird's blöd. Dann
werde ich das jetzt zwar alles gemacht haben, aber dann werde ich es auch wieder löschen. Also dann werde ich wieder laden und werde es wieder ungeschehen machen, weil es einfach dann ungünstig wäre. So, jetzt reden wir aber nochmal mit Chakyo, ob es nicht doch noch was bei ihm gibt. Zum Beispiel, dass wir Vatras befreit haben. Nee, ist nichts mehr. Ach doch, hier. Ha, genau, das müssen wir noch besprechen. Das ist wichtig.